Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Destroy All Humans. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe mit der 8. Mission. Einmal kurz ins Pox-Labor schauen. Das Untertassen. Genau, was du brauchst. Eine fettere Waffe. Vielleicht solltest du lieber lernen, deine Fähigkeiten einzusetzen. So. Okay, Upgrade 2 habe ich für die Zap-O-Matic. Desintegrator, da wird noch erforscht. Neue Waffe wird noch erforscht. Psychokinesis auch durch. Ja, okay, mal schauen. Untertasten-Upgrade. Todesstrahler habe ich. Also. Gut, dann habe ich ja alles. Dann würde ich mal sagen, geht's jetzt ab mit der 8. Mission, nämlich Teenager-Zombies aus dem All. Ach, ich mag diese Anflugsequenz einfach. Ich hab die Nase voll von dieser mickrigen Stadt. Nie passiert hier was. Kein Tanzen, kein Rock'n'Roll. Wäre da unten am Fluss nicht dieses Bumslokal, hätten wir gar keinen Spaß mehr. Da sagst du was, mein Sahnetörtchen. Die riesige weite Welt ist da draußen und wir verpassen sie. Aber wo können wir hin, Billy? Diese Stadt ist für junge Wilde wie uns eine Einbahnstraße. Es reißt mich in Stücke! Was ihr braucht, ist eine neue Richtung. Exakt. Einen echten Lebenszweck. Ganz genau. Habt ihr jemals über Heimatschutz nachgedacht? Was? Wach auf, Romeo. Es gibt eine 500.000 Rote, die nichts lieber täten, als dir dein College-Sweater vom Leib zu reißen. Echt? Nimm diesen Prospekt. Da steht alles drin, was man wissen muss, um die eigene kleine Ecke des Landes vor den Kommunisten zu beschützen. Vielen, vielen Dank. Ganz genau. Wow, da geht ein richtiger Amerikaner. Er ist so ein Traumtyp. Miau. Das waren die letzten. Wir haben die Prospekte jetzt an alle verteilt. Und unser kleiner Filmstreifen? Aufgespult und bereit. Der picklige Filmvorführer ist nicht sonderlich schlau. Werden die Kids nicht überrascht sein, wenn Abbott und Costello sich plötzlich in Jimmy und Johnny Kommunistenmörder verwandeln? Gute Arbeit, Agent. Und nicht zu früh. Wir müssen schon gestern in Santa Modesta sein. Bei Geld wird nicht gebremst, verstanden? Klar und deutlich. Klang, als hätte der Geheimdienstmann Befehle von dem mit der Brille bekommen. Soll ich sie erledigen? Danke, Krypto, aber ich habe eine bessere Idee. Siehst du den Platz vor dieser großen Leinwand? Die Menschen fahren ihre Verbrennungsmotortransporter dorthin und betrachten dann projizierte Bilder zum Zweck der Unterhaltung. Wirklich sinnvoll. Ich schlage vor, dass wir Majestic mit den eigenen Waffen schlagen. Okay. Oh, hier ist ja halt der Kimmes-Platz, den ich mal irgendwann mal kaputt gemacht habe. Aber das ist eine Sonde. So, die nehme ich einmal mit. So, ist ja halt alles ist ja wie eine Rockwell. So, ich schau mal, vielleicht ist hier noch eine Sonde. Oh, hier ist noch eine Sonde, perfekt. So, es ist auch interessant, was diese Majestic 12 Leute hier so planen. Und das Interessante ist, der Typ mit der Gasmaske, würde ich jetzt mal sagen, anscheinend ist das eine Art Hostier. So. Okay, das Wasser. So. Jetzt kann ich mich als Zivilist tarnen. Oder als Polizist. Ich bin das Gesetz! Okay. Mal schauen, was die Leute so für Gedanken haben.
Dieser Ike scheint genau der Typ Mann zu sein, den ich zum Grillen einladen würde. Meine Stimme hat er, nicht dieses Weichei Huffman. So? Mr. Ed gegen Francis, das sprechende Pferd. Bei der Diskussionsrunde würde ich glatt eine Karotte auf Mr. Ed setzen. Ja. So, jetzt warte ich erstmal. Wo ist der Polizist? Ah, okay, ne, der schaut in meiner Richtung. Töte alle Gegner im Autokino. Okay. Da will ich auch sein Gehirn haben. In Ordnung, Außerirdische. Lass sie frei. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Party ist vorbei, okay. Weltraumratte. Huber lässt grüßen. Okay, das war wirklich ein böser Treffer. Ich habe einen speziellen Film vorbereitet, den das Publikum lieben wird. Sei so gut und hol ihn ab. Ich sehe nach. So. Immer noch sein Gehirn mitnehmen. Kann ich mich als sie? Nee. Ist das Gebäude im Weg? So, jetzt muss ich einmal diesen speziellen Film holen. Ah, schöne Propaganda. Okay, scheint Militär zu sein. Okay, den Film darf ich so nicht mitnehmen. Das heißt, da muss ich die auch mit der Zapfmatik erledigen. Okay, der hat da nichts mitbekommen. Okay, bisschen DNS. Ich spiele den Forumfilm ab, okay. So, jetzt wieder als Militär getarnt. Jetzt lehnt euch zurück und genießt den folgenden Lehrfilm des Imperiums der Furons. Krypto, die Menschen versuchen, den Film anzuhalten. So. Den Projektor verteidigen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wie ein grauer Miniatur-Lenin aussiehst? Ah! Komm her. Du mit dem Gewehr. Du musst weg. Da kommt schon der da kommen schon die Nächsten. Ah!
Komm nicht näher, du Bettler. Muss ich dich erst erschrecken? Na komm. Na, war's das oder kommt noch was? Munition kann ich auf jeden Fall noch. Jetzt nicht. Ja, ärgerlich für die Gehirne, aber was will man machen? Projektor sieht auch noch gut im Schuss aus. Mission erfüllt. Ja, ist gut. Forum-Film, der Hit. Meets the Furos. neuer Kultfilm. Okay. So, was machen die Leute halt? Muss ich erst die Polizei rufen? Zu viel Stress. Ganz klar zu viel Stress. Okay. So, okay. Dann würde ich mal sagen, okay, ich habe ein Gefolge. Achso, ich kann hier das noch ein paar Gehirne noch sichern. Liegen. Die wollen unser Leben zerstören! Boah, war schon. So. Okay, hier liegt nichts mehr. So. Eigentlich könnte ich auch. Heute fühle ich mich richtig wild. Vielleicht sollte ich das Ding ohne Sattel reiten. Okay. Was passiert? Aber ich würde mal sagen, gerade das Gehirne, die nehme ich noch eben mit. Passiert ja nichts. So, es sind ja nur 10 DNS, aber... Ich habe einen Golfschläger und ich zögere nicht, Gebrauch davon zu machen. So. Ja. Invasion aus dem All! So, so viele Gehirne. Die nehme ich doch eben noch mit. Naja, stimmt, muss wieder... Die Tigergi muss wieder aufgeladen werden. So. Ah, hier. Ah, du hast nichts gesehen. So. Und da hinten lagen noch welche. Okay, die Leichen sind weg. Ja, sonst war hier nichts. So, Nebenaufgaben habe ich schon damals erledigt. Ich glaube, ich drehe so langsam durch. Oh, da sind ein paar neue. Die sind neu gespawnt, okay. Weiß.
So, dann machen wir. Zack. So, dann sind das auch die letzten Gehirne. Oh, 25. So, und ich denke mal, ich ziehe mich da mal langsam zurück. Da ist nichts mehr los hier im Autokino. Was ist hier noch, eine Sonde in der Nähe? Okay, hier ist ein Bauernhaus. Oder eine Farm, besser gesagt. Ah. Oh, noch eine Sonde, okay. Schon. Vielleicht noch oben auf dem Dach noch was ist. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann würde ich... Ja, dann ziehe ich mich mal zurück zum Mutterschiff. Der Film war ein Hit. So, neue Mission verfügbar. Ein neues B-Movie wird nun ausgeführt. Ottobox hat ein neues Upgrade erforscht. Erstmal das Upgrade. Also, was? Etwas für deine Waffe? Oder ein Gehirnimplantat? So. Nein. Eine kluge Wahl. Okay, hier ist nix. Untertassen-Upgrade. Die Untertasse. Ich hoffe, du hast genug DNS dafür. Erhöht den Schaden für den Todesstrahler. So, nehme ich gerne. Und vergeude nicht gleich wieder alles. Wird erforscht. Oder es gibt einen neuen B-Movie. Den würde ich mir mal auch mal angucken. B-Movie-Kino. Plan 9 vom Outer Space. Ja, das muss ich sagen. People turning south from the freeway were startled when they saw three flying saucers high over Hollywood Boulevard. A woman, startled by the sight in the sky, telephones the police. Comes a time in each man's life when he can't even believe his own eyes. Saucers seen over Hollywood. Flying saucers seen over Washington, D.C. The army convoy moved into the field. Were quickly set up. Colonel Tom Edwards, in charge of saucer field activities, was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. We'll be right back.
swiftly as they had come. They were gone, even to the piercing eye of radar and the speeding jet fighters. Quite a sight, wasn't it, sir? A sight I'd rather not be seeing. Are you worried about them, sir? Well, they must have a reason for their visits. Visits? Well, that would indicate visitors. Well, the big gun's a usual way of welcoming visitors. We haven't always fired at them. Oh? For a time, we tried to contact them by radio, but no response. Then they attacked a town. A small town, I'll admit, but nevertheless a town of people. People who died. I never heard about that, sir. Well, it was covered up by the higher echelon. Take any fire, any earthquake, any major disaster, then wonder. Flying saucers, Captain, are still a rumor, officially. Looks like we beat them off again, sir. What do they want? Where are they from? Where are they going? They, sir? Who? Well, this is a training maneuver, sir. We only did a little practice firing at the clouds. Yeah. I wonder what their next move will be. Okay, das war der Plan 9 from Outer Space. Ziemlich witziger Schwarz-Weiß-Film. So. Dann würde ich mal sagen, nächstes Mal geht es dann mit Santa Modesta weiter, Süd bis Südwest. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.